Arambhasana ist die Stellung der Vorwärtsbeuge als Ausgangsstellung für viele andere Übungen. Felix zeigt, wie es geht. Beginne im Langsitz, strecke die Beine aus. Dann atme ein und hebe die Arme hoch. Atme aus und beuge dich nach vorne. Fasse dann mit den Händen um die Zehen und gib den Kopf auf die Knie oder auf die Schienbeine. Das ist Arambhasana. Arambha heißt wörtlich Anfang. Arambhasana heißt auch Ausgangsstellung. Arambhasana ist die Ausgangsstellung für viele fortgeschrittene Vorwärtsbeuge. Arambhasana ist das gleiche wie Paschimottanasana oder auch wie Paschimottanasana. Diese Stellung hilft, Raja-Guna zu überwinden, innere Unruhe. Es heißt auch, wenn man diese Stellung regelmäßig praktiziert, überwindet man verschiedene innere Erkrankungen. Das heißt, wenn man 84 Tage die Übung lang genug hält, könnte sogar Tuberkulose überwunden werden. Diese Stellung hilft auch, dass man bessere Verdauungskraft hat. In manchen der klassischen Hatha-Yoga-Texte heißt es, wenn man irgendwelche Nahrungsmittelunverträglichkeiten hat, soll man diese Stellung jeden Tag lang genug üben und dann wird man auch Dinge verdauen können, die man vorher nicht verdauen könnte. Die Stellung wird auch bezeichnet als Sarasvatiasana, denn eine andere Bezeichnung für die Sushumna ist Sarasvati Nadi. Andere sagen, dass die Sarasvati Nadi vorne am Körper verläuft. Die Stellung soll auch einem helfen, die Kundalini zu erwecken, die Nadis zu reinigen, Hellsichtigkeit zu kultivieren und ins Überbewusstsein zu kommen. Also vieles, was bewirkt werden soll durch langgeneigtes Halten der Vorwärtsbeuge, die auch als Arambhasana bezeichnet wird. Mehr zu dieser Stellung findest du unter der Bezeichnung Vorwärtsbeuge in der Yoga Vidya App für Google Android und für Apple iPhone oder auch auf www.yoga-vidya.de. Gib einfach ins Suchfeld ein Vorwärtsbeuge.